Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tipp. Heute möchte ich euch die wichtigsten Neuerungen von Photoshop CC 2018 vorstellen. Ab sofort hat das Chaos ein Ende und ihr könnt eure Pinsel endlich besser organisieren. Zuvor müsst ihr euch aber erst an neue Bezeichnungen gewöhnen. Aus dem Pinselvorgaben-Bedienfeld wird das Pinsel-Bedienfeld. Und dafür heißt das ehemalige Pinsel-Bedienfeld nun Pinsel-Einstellungen-Bedienfeld. Im letztgenannten Bedienfeld könnt ihr wie gewohnt eure Einstellungen für den aktuell gewählten Pinsel treffen. Im überarbeiteten Pinsel-Bedienfeld könnt ihr eure ganzen Pinsel dann ab sofort viel besser organisieren. So könnt ihr wie im Ebenen-Bedienfeld Gruppen anlegen und eure Pinsel darin verstauen. Es ist sogar möglich, Pinselgruppen innerhalb von Pinselgruppen anzulegen. Und ihr könnt nun auch die Reihenfolge direkt via Drag and Drop ändern. Wenn ihr wissen wollt, wie die Pinselspitze aussieht und wirkt, dann könnt ihr sie über die Vorschau nun stark vergrößern. Neu ist auch die Möglichkeit, farbige Pinsel zu erstellen. Bei jedem neuen Pinsel fragt euch Photoshop, ob die aktuelle Farbe mit eingeschlossen werden soll. Aktiviert ihr das entsprechende Häkchen, dann wird die gewählte Farbe als Erinnerungshilfe auch im Pinselbedienfeld angezeigt. Damit auch Mausarbeiter glatte Striche ziehen können, gibt es in der Optionsleiste nun einen neuen Regler mit dem Namen Glättung. Bei einem Wert von 0 verhält sich der Pinsel wie bisher und reagiert auch auf kleinste Bewegungen. Je größer der Wert bei Glättung, desto unsensibler reagiert der Pinselstrich auf die Mausbewegung. Ruckhafte Bewegungen können sich dann nicht mehr so stark auswirken und der Strich wird glatter. Ihr müsst übrigens für die Steuerung der Glättung nicht immer den Regler betätigen, sondern könnt den Wert auch über die Tastatur verändern. Haltet die Alt- bzw. Optionstaste gedrückt und drückt eine Zahl auf der Tastatur. Alt plus 7 stellt zum Beispiel einen Glättungswert von 70 ein, Alt plus 5 einen Wert von 50. Wenn ihr einen Glättungswert eingestellt habt, dann stehen euch auch noch weitere Optionen über das kleine Zahnradsymbol zur Verfügung. Beim Schnurmodus wird der Pinsel an einer Schnur befestigt. Je größer der Wert bei Glättung, desto länger ist diese Schnur. Ein Kreis zeigt den Bereich an, in dem die Schnur locker ist. Bewegt man den Cursor nun über die Kreislinie hinaus, dann wird die Schnur gespannt und der Pinselstrich kann gezogen werden. Auch bei den anderen Modi folgt der Pinselstrich einer Schnur, die umso länger ist, desto höher der Wert bei Glättung. Der Pinselstrich hinkt also der Mausbewegung immer ein wenig hinterher, mehr oder weniger. Ist die Option bis Pinselstrich auffüllen gesetzt, dann wird der Strich auf jeden Fall zu Ende ausgeführt. Ist das Häkchen nicht gesetzt, dann stoppt der Pinselstrich, sobald die Mausbewegung stoppt. Ist dazu noch die Option bis Pinselstrich Ende auffüllen aktiviert, dann wird der Pinselstrich immer an dem Punkt beendet, an dem die Maustaste losgelassen wurde. Und bei für Zoom anpassen orientiert sich die Glättung auch noch am Zoom-Faktor. Zoomt ihr hinaus, dann wird die Glättung also vergrößert und zoomt ihr hinein, dann wird sie verkleinert. Bei diesem neuen Vektorwerkzeug handelt es sich quasi um eine einsteigerfreundliche Version des Zeichenstifts. Man muss keine Kurvenpunkte herausziehen und Grifflinien bearbeiten, sondern setzt einfach einen Ankerpunkt nach dem anderen.
Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass ein einfacher Klick einen Kurvenpunkt setzt und ein Doppelklick einen Eckpunkt. Mit einem Doppelklick auf einen Ankerpunkt wandelt ihr einen Kurvenpunkt in einen Eckpunkt um und umgekehrt. Ich möchte euch das an einem kleinen Beispiel demonstrieren und eine einfache Form damit nachzeichnen. Zunächst versuche ich, die Form so gut wie möglich mit Kurvenpunkten nachzubauen. Dann wandle ich alle Punkte, an denen der Pfad spitz zuläuft, mit einem Doppelklick in Eckpunkte um. Und schließlich optimiere ich den Kurvenverlauf noch, indem ich einzelne Punkte mit dem Direktauswahlwerkzeug markiere und die gewohnten Grifflinien betätige. Bei allen Werkzeugen, die Pfade erstellen, könnt ihr ab sofort einstellen, wie stark der Pfad sein soll und welche Farbe er besitzen soll. Das kann bei komplexen Pfadkonstruktionen ein wenig dabei helfen, den Überblick zu behalten. Mit CC 2018 hält auch ein neuer Typ von Schriftarten in Photoshop Einzug. Bei den sogenannten variablen Schriftarten handelt es sich um OpenType-Schriftarten, die ihr ganz individuell zurechtbiegen könnt. Ihr findet diese in der Schriftartenliste. Sobald ihr nach Variable sucht, werden sie komplett angezeigt. Sie sind zudem durch ein kleines Symbol gekennzeichnet. Wenn ihr einen Text mit dieser Schriftart eingebt, dann erhaltet ihr im Eigenschaften-Bedienfeld drei neue Regler. Über diese könnt ihr euch dann sozusagen einen ganz eigenen Schriftschnitt erstellen, indem ihr die Stärke, die Breite und die Schrägstellung beeinflusst. Kugelpanoramen sind verkürzt ausgedrückt spezielle Rundumaufnahmen, bei denen man sich die komplette Umgebung aus allen möglichen Blickwinkeln ansehen kann, also auch zum Beispiel den Himmel und den Boden. Um ein Kugelpanorama in Photoshop zu bearbeiten, öffnet ihr es in Photoshop und wählt den Befehl 3D, Kugelpanorama, neue Panoramaebene aus ausgewählten Ebenen. Danach könnt ihr euch die Umgebung aus allen Blickwinkeln ansehen und für die Bearbeitung zurechtschieben. Wenn ihr in der 3D-Ebene zeichnet, dann werden die Pixel standardmäßig sofort mit der Originaldatei verschmolzen. Ich erstelle einfach mal einen Text. Damit dieser in die 3D-Welt integriert wird, muss ich ihn über Steuerung Befehl plus E mit der 3D-Ebene zusammenbringen. Wenn ich nun die Spherical Map mit einem Doppelklick öffne, dann seht ihr, dass der Text mit der Originaldatei verschmolzen worden ist. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, dies zu verhindern und das Kugelpanorama quasi nicht destruktiv zu bearbeiten. Dazu müsst ihr nur in der Spherical Map eine leere Ebene anlegen, diese markiert lassen und das Ganze speichern sowie wieder schließen. Wenn ihr jetzt den Text anlegt, dann seht ihr, dass die Originalmap unangetastet bleibt und sich eure Bearbeitung in der zuvor leeren Ebene befindet. Diese Änderung betrifft das Arbeiten mit RAW-Dateien. Wenn ihr eine Maske in Camera Raw erstellt habt, dann könnt ihr diese ab sofort noch genauer modellieren, indem ihr Farb- oder Helligkeitsinformationen einfließen lasst.
Ihr könnt also einstellen, dass die Maske nur in bestimmten Farb- oder Helligkeitsbereichen wirksam sein soll. Diese neue Funktion müsst ihr erst in den Voreinstellungen und hier im Bereich Technologievorschau aktivieren. Danach erscheint bei aktiviertem Pinselwerkzeug ein neuer Button in der Optionsleiste. Hinter diesem verbergen sich die Einstellmöglichkeiten für das symmetrische Malen. Dabei definiert ein Pfad die Symmetrieachse und es stehen verschiedene Symmetrieachsen zur Wahl. Nachdem ihr eine eingestellt habt, könnt ihr auch schon mit dem Malen beginnen. Es ist auch möglich, einen eigenen Pfad für das symmetrische Malen zu verwenden. Dazu markiert ihr diesen und wählt in den Optionen Ausgewählter Pfad. Es gibt auch wieder eine Menge kleinerer Änderungen und drei davon habe ich einfach mal herausgegriffen. Beispielsweise helfen euch animierte Tooltips dabei, Sinn und Zweck eines Werkzeugs zu erkennen. Ihr könnt diese Einsteigerhilfe aber auch deaktivieren, indem ihr das Häkchen bei Rich Text Quick Infos in den Werkzeug-Voreinstellungen entfernt. Wenn ihr bislang Ebenen kopieren wolltet, dann wurde immer nur eine gerasterte Version über die Zwischenablage transportiert und als komplett neue Ebene eingefügt. Ab sofort könnt ihr nun Ebenen und Ebenengruppen mit allen ihren Eigenschaften kopieren und einfügen. Sie erscheinen dann als Duplikat im aktuellen oder in einem anderen Dokument. Und wenn ihr Texte in andere Texte hineinkopieren wollt, dann müsst ihr nicht mehr mühsam die Textformate für den eingefügten Teil anpassen. Über Bearbeiten, Einfügen, Spezial, ohne Formatierung einfügen, könnt ihr den Text nun auch unformatiert einfügen. So, das waren die aus meiner Sicht wichtigsten Neuerungen von Photoshop CC 2018. Ich hoffe, dass euch dieses Video einen hilfreichen Überblick geben konnte und freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video liked oder weiterempfehlt. Auf Creative Aktuell findet ihr wie immer eine Textversion dieses Videos sowie zahlreiche weitere Tipps und Lerneinheiten. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.